Hallo Fans and Friends vom Draußensein. Mein Name ist André Dirk von der Facebook-Gruppe Survival in Deutschland und heute stelle ich euch ein paar neue Messer vor. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann bleibt dran. Heute zeige ich euch das neue W-Flat und das neue W-Scandi. Das Neue an diesem Messer ist, dass sie diesmal ein kleines Update bekommen haben. Und zwar in Richtung Material. Die Messer wurden früher aus 440C Stahl gebaut. Das hat sich jetzt geändert. Die Community hat sich einen anderen Messerstahl gewünscht. Odenwolf ist darauf eingegangen. Und die neue Serie wird jetzt in D2 Stahl aufgelegt. Das W-Flat ist für mich ein schönes Messer für einen Einsteiger. Jetzt hier in dieser Form mit Flachschliff mag ich es sehr. Gerade in Richtung Lebensmittelzubereitung, so als Camp Knife, ist das eine schöne Klingenform und macht mir sehr viel Spaß. Aber auch jagdlich kann ich das Messer nutzen. Es hat noch gerade die richtige Länge, um da vernünftig mit auch am Wildkörper arbeiten zu können. Der D2-Stahl ist auch ausreichend scharf, kommt out of the box, rasiermesserscharf daher und hält auch sehr lange seine Schärfe bei. Der Scandi-Schliff. Der ist ja bei vielen Buschkraftern sehr beliebt, gerade wenn die viel mit Holz arbeiten möchten. Der ist hier auch schön ausgefertigt und auf Null geschliffen. Ebenfalls hier in D2 Stahl. Rasiermesser scharf. Das W-Flat verfügt über einen schön gerade geschliffenen Klingenrücken, mit dem man natürlich auch schön beim Holz schaben kann, aber auch einen Feuerstahl mühelos anreißen kann. Das W-Scandi hier in dem Fall mit einer Beschichtung ist trotzdem scharfkantig genug, um auch hier einen Feuerstahl bedienen zu können. Geht nicht ganz so gut wie mit dem unbeschichteten Messer, aber es funktioniert. Beide Messer eignen sich natürlich hervorragend zum Schnitzen und natürlich auch beim Arbeiten im Lager, wie zum Beispiel die Lebensmittelherstellung. Ich persönlich favorisiere hier allerdings die Flatklinge, da wie ich finde, sie gerade beim Schneiden von Gemüse, was ein bisschen härter ist, wie zum Beispiel Äpfeln, nicht so spaltet, sondern eher schneidet. Wobei natürlich die Scandi-Klinge aufgrund des viel dickeren Klingenkörpers bzw. der Masse an dem Spaltkeil hier eine natürlich erheblichere Spaltwirkung hat. Der Vorteil beim Scandi wird natürlich das Holzspalten sein. Wobei ich sicher bin, dass das W-Flat diese Aufgabe ebenfalls meistern wird. Gucken wir uns das Ganze mal an, wie das schnitzt. Ja, wie ich mir das schon gedacht habe. Man kann auch schön Daumen auflegen, um noch mehr Kontrolle zu haben. Man hat aber auch die Möglichkeiten, wieder mit dem Messer auch sehr feine Arbeiten machen zu können. Hier zum Beispiel einfach mal eine Kerbe für zum Beispiel einen Zelthering. Liegt gut in der Hand, fühlt sich super an beim Schnitzen. Jetzt nochmal das W-Scandi. Okay, man merkt einen Unterschied beim Schnitzen. Das greift bedeutend kräftiger ins Holz. Also ich kann hier wesentlich mehr Material mit abnehmen. Ich hole nochmal das W-Flat dazu. Also ja, man kann hier auch sehr gut arbeiten. Es greift aber eher etwas flacher ins Material. Man bekommt das auch sehr gut kontrolliert zum Schnitzen. Aber wenn du viel Material auf einen Schlag abarbeiten möchtest, dann wäre vielleicht die Scandi-Klinge doch die richtige Wahl für dich. Doch das Gute ist, du brauchst dich gar nicht entscheiden. Kauf doch gleich beide. Mit unserem Community-Rabatt SED10 bekommst du 10% aufs komplette Sortiment von Odenwolf.
Im Auslieferungszustand bekommt ihr diese schöne PP-Scheide mit dabei, inklusive natürlich der Halterung. Hier in dem Fall mit so einem Dengler-System. Und diese Scheide, die hat schön viele Ausbrüche und Bohrungen, wo man natürlich allerhand Zusatzmaterial anbringen kann. Wie so etwas aussehen kann, habe ich euch hier mal an dem W-Flat demonstriert. Ich habe hier einfach mal eine Feuerstein-Halterung mit angebaut, um auch immer einen Feuerstahl dabei zu haben. Und habe mich hier statt für die Aufhängung für einen Tech-Lock entschieden. Da ist also der Fantasie durch die Scheide und die ganzen Möglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Ja, meine Freunde, das war schon wieder von meiner Seite aus. Ich hoffe, meine Messervorstellung hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Falls noch nicht passiert, abonniert auch den Kanal. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, um keines der neuen Videos zu verpassen. Ich bin raus, bis bald im Wald, euer André.